So, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Heute mal ein kleines Update, Video aus der Werkstatt. Zuerst mal kleines Sorry für die eventuell schlechte Qualität. Die Lichtverhältnisse hier sind um diese Jahreszeit nicht die besten. Gibt drei Punkte, die ich heute ansprechen wollte. Zuerst mal diese Presse, die ich mir vor einiger Zeit mal angeschafft habe. Wollte ich vor längerer Zeit schon ein Video von machen, aber zeitlich ist das momentan bei mir ein bisschen schwierig. Die Arbeitstage sind bei mir sehr eng getaktet. Das ist eine Rock Chugger 2 von RCBS. RCBS, Dillon und Hornady sind so die Platzhirsche in diesem Segment und mir ist auch geraten worden, dass ich mich an diesen Herstellern orientieren soll. Das ist eine Kurzwaffenpresse, wie man an der Größe ja sehen kann. Ich wollte mich erstmal an das Kaliber 45 ACP halten, deswegen erstmal die Kurzwaffenpresse. Da fehlt natürlich noch eine Matrize und die ganzen anderen Werkzeuge, die zum Wiederladen dazugehören, aber es ist eben sozusagen der Grundstein zum Wiederladen. Als nächstes hätte ich dann dieses selbstgemachte Waffenöl. Das Tutorial stammt von Wiederlader TV, das verlinke ich auch an dieser Stelle. Im Grunde genommen ist das eine Mischung aus Motoren- und Getriebeöl und einem Additiv. Summa summarum investiert ihr da etwa 50 Euro. Aber dieses Öl ist wirklich sehr leistungsfähig, was auch das Reinigen angeht. Und ihr kommt auch wirklich lange damit hin. Was ich nicht so empfehlen kann, sind diese kleinen Fläschchen hier. Es ist wirklich fürchterlich, die Dinger zu befüllen. Also meiner Einschätzung nach könnt ihr die Dinger ignorieren. Ja, Tutorial im verlinke ich und dann hätten wir noch die dritte Sache. Es dreht sich natürlich wieder mal um die Operation Reset vom VDB. Der YouTuber Tactical Dead, den kennt ihr vielleicht, der hat selbst eine kleine Aktion gestartet, nämlich zu dem Zweck, dass er die Verbände anschreibt. Und ich kann wirklich nur empfehlen, dass ihr das auch tut. Bei den Verbandshoheiten soll momentan der Teufel los sein, wegen dieser Aktion, weil die wohl überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass die Mitglieder sich mal hinsetzen und die mit Mails zuschütten. Aber offensichtlich ist das wohl die einzige Möglichkeit, um die Herrschaften dazu bewegen, dass sie sich dieser Sache anschließen, was eigentlich auch ihre Aufgabe wäre als Verband. Ja, falls ihr nicht gerne Mails schreibt oder nicht so kreativ seid, was bei mir ja auch der Fall ist, ist das nicht allzu tragisch, denn es existiert eine Mustermail dazu, die könnt ihr einfach verwenden. Das ist zweimal Copy and Paste, was ihr machen müsst. Das dauert keine 2 Minuten. Niemand, wirklich niemand, kann behaupten, dass er für so etwas keine Zeit hätte. Es ist Feiertag, Leute. Also ich bitte euch, setzt euch hin und macht das. Wenn man hierzulande wirklich etwas bewirken will, dann muss man einfach laut und teils auch provokant sein, wie der VDB mit seinem Kurzvideo zu dieser Aktion bewiesen hat. Also nochmal Aufforderung, bitte mitmachen. Das ist kein Content-Diebstahl oder sowas in dieser Hinsicht. Um wirklich was zu bewegen, muss man nicht nur laut sein, sondern sich auch vernünftig vernetzen. Nur dann kann so eine Aktion auch wirklich funktionieren. Hand in Hand kann man einfach viel mehr bewirken, als wenn ein versprengter Haufen sich diese Aktion annimmt. Ja, das waren so die drei Punkte, die ich an dieser Stelle ansprechen wollte. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Feiertag und wir sehen uns beim nächsten Video.